Ex-Frankfurt-Profi Sebastian Allaire steht einem Bericht aus Frankreich zufolge vor einem neuen Kapitel in seiner Karriere. Nach Informationen der Sportzeitung L'Équipe wechselt der 26-jährige Angreifer von West Ham United zu Ajax Amsterdam. Die Ablösesumme beträgt 25 Millionen Euro. Allaire würde damit David Neres als teuersten Spieler in Amsterdams Historie ablösen. Der bullige Stürmer war 2019 für 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt auf die Insel transferiert worden. Borussia Dortmund ist offenbar bereit, sich von Julian Brandt und Nico Schulz zu trennen. Und das auch schon im Winter. Wie die Bild berichtet, will der Club die beiden Nationalspieler bei einem guten Angebot ziehen lassen. Bei Brandt gab es zuletzt Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum FC Arsenal. Sportdirektor Michael Zorc hatte dies zuletzt aber beiseite gewischt. Brandt konnte sein Potenzial beim BVB bisher nicht voll abrufen. Ein Leihgeschäft ist bei dem 24-Jährigen aber wohl wahrscheinlicher als ein fester Transfer. Schulz hingegen stünde wohl zum Verkauf. 3 Jahre nach seinem Wechsel von Schalke zu Crystal Palace könnte Max Meyer im Sommer in die Bundesliga zurückkehren. Wie der Kölner Stadtanzeiger berichtet, zählt der 25-Jährige beim 1. FC Köln zu den Favoriten auf die Besetzung der Mittelfeldzentrale für die kommende Saison. Da Meyers Vertrag am Saisonende ausläuft, wäre der Ex-Schalker im Sommer ablösefrei zu haben. Ob der FC den ehemaligen Nationalspieler letztendlich verpflichtet, dürfte vor allem von den Gehaltsvorstellungen Meyers abhängen. Denn bei Crystal Palace verdient der Mittelfeldspieler laut der englischen Tageszeitung Daily Mail momentan satte 10 Millionen Euro im Jahr.